Hallo, heute lese ich das erste Kapitel aus einer meiner Lieblingsgeschichten. Die wurde ausgerechnet im Corona-Magazin schon einmal veröffentlicht, und zwar im Jahre 2016. Und sie heißt Gagarin. Da oben war noch jemand, sagte Juri, als wir endlich unter vier Augen waren. Dann schwieg er, und ich hielt den Atem an. Es war der Abend des 12. April 1961 und nur Stunden her, dass wir den ersten Kosmonauten der Geschichte der Raumfahrt lebend auf einer Wiese in der Nähe der Stadt Engels geborgen hatten. In der Datscha am Ufer der Wolga, in die wir ihn brachten, wimmelte es von Bonzen. Die halbe Parteiführung war um Gagarin herum in Erwartung des Ruhms, der auf sie alle abfärben würde, jetzt da er ein Held war und man ihn bereits mit Christopher Columbus und Charles Lindbergh verglich. Im Fall seines Todes hätten wir den Start geheim gehalten, sogar vor seiner Familie. Noch vor Stunden berechneten wir die Chancen für sein Überleben auf 47%. 4 von 7 Testraketen waren explodiert. Juri wusste es und vertraute mir, Sergei Pavlovich Koroljow, sein Leben an. Vor dem Start umarmte ich ihn als Letzter und erinnerte ihn an die Pistole, die er an Bord hatte. Nicht, um sich außerirdische Besucher vom Hals zu halten, wie Juri scherzte, sie diente offiziell der Abwehr wilder Tiere, falls er nach einer Notlandung auf sich allein gestellt sein sollte. In Wirklichkeit war sie die Option für den Fall, dass wir den Kosmonauten nicht zurückholen konnten. Juri war Offizier und kannte das Risiko. Während des Fluges beobachtete ich sein zittriges Fernsehbild und die Monitore mit den Lebensfunktionen, solange er im Bereich sowjetischer Empfangsstationen flog. Nach der Landung war ich als erster der Bergungsmannschaft bei ihm. Von nun an würde er unter ständiger Beobachtung leben. Als Chefkonstrukteur seines Raumschiffs standen mir ein paar Minuten mit ihm zu. Die Wolga glitzerte im Licht der Sterne, unsere Atemwolken verloren sich in der Nacht und ich sah, dass Juri weinte. »Ich war nicht allein«, flüsterte er und sah mich mit einem Seitenblick an, als wollte er sich vergewissern, dass ich, sein einziger Vertrauter, noch da war. Vorsichtig legte ich meinen Arm um seine Schultern und schwieg. Bis ich seine Worte endgültig verstand, würden 5 Jahre vergehen. Es war die Zeitspanne bis zu meinem eigenen Tod. Nach einer Weile räusperte er sich und begann zu erzählen. Die Phase des Starts übersprang er, die enormen Belastungen der Gravitation, das Abtrennen der Stufen, Details, über die er schon in den Befragungen und Untersuchungen gesprochen hatte. Er litt unter Sehstörungen und Bewusstlosigkeit. Als er 10 Minuten nach dem Start in der Schwerelosigkeit erwachte, war das Erste, was er sah, unser blauer Planet. Er stellte die Funkverbindung zum Kontrollzentrum her und schilderte uns den Anblick der Wolken, schaute auf Gebirgszüge, Inseln und Küstenstriche. Niemand vor ihm hatte die Erde so sehen dürfen. Niemand vor ihm war jemals so einsam gewesen. Schon Tage vor dem Start wuchs in mir der Verdacht, dass er, den wir alle als den geselligsten Menschen der Welt wahrnahmen, sich hinter seinem Lächeln versteckte. Vielleicht ahnte er, dass der Ruhm des Ersten im All ihn so weit vom Rest der Menschheit abrücken würde, dass er schließlich allein dastand. Ich schwor mir als sein Freund, dass ich das nicht zulassen würde. Aber vielleicht hatte dieser Prozess sich bereits an jenem Nachmittag in der Datscha vollzogen. Was immer er mit der Andeutung meinte, hatte mit seiner Angst zu tun. Ich blickte hinab auf unser sowjetisches Vaterland und konnte keine Menschen erkennen, nur eine Oberfläche. Ich nickte nur, denn ich verstand. Der Genosse Tupolew holte mich 1944 aus Stalins Lagern nach 6 Jahren Haft, weil die Heimat Ingenieure in der Rüstung brauchte. Ich entwarf die R-7, Chruschtschows Triumph im Kalten Krieg, die erste Interkontinentalrakete der Welt. Während Werner von Braun sich in Amerika noch wunderte, entwickelte mein Kollektiv den Sputnik und brachte ihn ins All. Das Nobelpreiskomitee fragte nach dem Konstrukteur, aber der Generalsekretär antwortete, es sei die Arbeit des gesamten sowjetischen Volkes gewesen. Nicht einmal in meiner Heimat kannte jemand meinen Namen und so würde es bleiben. Der Wettlauf um die Eroberung des Weltraums fand zwischen einem ehemaligen Nazi und einem entlassenen Gulag-Sträfing statt. Kein Wunder, dass die Parteiführung mich versteckte. Mir war es einerlei, solange ich arbeiten konnte und nicht erschossen wurde. Ich baute Juris Raumschiff, entwarf seinen Druckanzug, brachte ihn in eine Umlaufbahn und zurück. An wen sonst konnte er sich mit seinen Zweifeln wenden? Der Bauernsohn und Eisengießer, das Ebenbild eines Komsomolzen,
der Vorzeigekommunist und Oberleutnant, wusste nicht viel von meiner Vergangenheit. Ich selbst ahnte nicht, dass er als Sohn eines in Gefangenschaft geratenen Soldaten den Lebenslauf fälschen musste, um an eine Lehrstelle zu kommen. Dass wir einander erkannten, war Intuition. Deshalb vertraute er sich mir an. Ja, und was er da erlebt hatte, Gagarin oben, und warum er nicht allein war, das kommt dann morgen. Danke.